begrüße euch dann alle ganz herzlich nochmal. Mein Name ist Jan Leidecker, ich bin der Direktor des Genfer Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung und dort verantwortlich für das Gewerkschaftsprogramm. Und wir wollen heute Abend eine der, finde ich, sehr schönen und neuen Publikationen dieses Büros veröffentlichen, die Studie Die Transformation der globalen Automobilindustrie. Und dazu haben wir zum einen die Autoren Jörn Böwe und Johannes Schulten da, die seit vielen Jahren zu dem Thema arbeiten, für die Rosa-Luxemburg-Stiftung, für die IG Metall Bildungsveranstaltungen organisieren. Und wir haben unsere wunderbare Kollegin Manuela Kropp aus Brüssel da, die zu dem Thema ebenso arbeitet. Sie ist Programmmanagerin in Brüssel und verantwortet dort das europäische Programm zur Transformation der globalen Automobilindustrie. Warum haben wir das gemacht? Worum geht es heute Abend? Und ohne es lange wegzunehmen, wir waren der Meinung, dass die Transformation der Automobilindustrie eine der Schlüsseltransformationen für Industriepolitik, Klimapolitik und für ganz verschiedene Fälle von Transformationspolitik der Gegenwart ist. Und es bedurfte dessen, nochmal aus unserer Sicht eine Publikation für Gewerkschafterinnen und für Gewerkschafter, für Menschen, die sich für linke Industriepolitik interessieren, für Menschen, die einfach verstehen wollen, was eigentlich gerade passiert. Wir sind ja hier nicht weit von einem neuen Tesla-Werk. Es gibt Diskussionen hier in der Bundesrepublik um die Frage der neuen Antriebssysteme. Es werden Batteriefabriken gebaut. Es stellen sich für Linke ganz erhebliche Fragen. Es ist klar, es findet etwas statt. Das alte Modell des fossilen Brennstofftransport ist nicht mehr up-to-date. Es wird so nicht überleben. Es gibt Rieseninvestitionen in neue Formen von Automobil. Es gibt neue Anbieter. Und das führt zu einer großen Unsicherheit bei Beschäftigten, bei auch Gegenden, die sehr stark von dieser Industrie abhängen. Aber nicht nur hier. Als globales Gewerkschaftsprogramm haben wir eine globale Sichtweise. Die Fragen der Denken einfach anders. Das heißt, wir wollten schauen, welche Auswirkungen hat das auch dort, wo neue Wertschöpfungsketten entstehen. Im Lithiumabbau für die Batterien zum Beispiel. Was heißt das für gewerkschaftliche Organisierung entlang von Wertschöpfungsketten? Wir haben jetzt in Deutschland ein Lieferkettengesetz, wir diskutieren über ein globales Abkommen. Aber die eigentliche Frage ist, müssen wir uns neu organisieren? Was müssen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter wissen? Wie gehen wir auch mit der Unsicherheit in Belegschaften, bei Betriebsrätinnen und Betriebsräten? Wie gehen wir damit einfach um? Was braucht es? Die Studie und das Papier, das wir heute vorstellen, ist ein Versuch, darauf eine Antwort zu geben und einen Sachstand zusammenzufassen. Wenn man sich umschaut, findet man zum Teil alte Studien des GGB. Es gibt ganz verschiedene Informationen. Wie viele Arbeitsplätze würde das kosten? Wie geht es weiter? Wir haben heute ein Papier vorgelegt, das auf der Basis der aktuellen Wissenschaft, aber auch ganz vielen Interviews mit Menschen mit Forscherinnen und Forschern, mit Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern einfach einen Sachstand bildet. Und wir haben unsere Kolleginnen aus Brüssel noch dazu gezogen, die jenseits der ganzen Frage der konkreten industriellen Transformation auch zu weiteren makroökonomischen Fragen arbeitet, wie sozusagen die Transformation von Mobilität, Wende geschafft werden kann. Wir befinden uns damit an einem Kern des industriellen Anpassungsprozesses an eine klimagerechte Wirtschaft, von dem wir alle nicht wissen, in welcher Weise er wirklich ausgehen wird, aber für den wir gerade als Linke, als progressive Kräfte, als Menschen, die in Gewerkschaften aktiv sind, gewappnet sein müssen, weil, und das kann ich vorwegnehmen, das ist für mich das wichtigste Ergebnis, dieser Prozess läuft. Und er läuft in einer Geschwindigkeit und mit Dynamiken, die von ganz anderen getrieben werden, als wir es bisher kennen. Und damit würde ich jetzt gerne direkt auch übergeben an die Autorinnen und Autoren für ihre Präsentation. Und ich bedanke mich schon jetzt für Ihre Teilnahme, oder eure Teilnahme auch und die Aufmerksamkeit. Danke. Also ja, die Transformation der globalen Automobilindustrie. Ich lese es vor, Trends, Deutungen, sozial-ökologische Handlungsstrategien. Auf der zweiten Seite, Jörn, wenn du einen weitermachen würdest. Genau. Haben wir uns erstmal die Frage gestellt, oder würde ich ein bisschen was dazu sagen, warum
beschäftigen wir uns überhaupt mit der Automobilindustrie und eben auch mit deren Wandel? Ich glaube, was ganz wichtig ist, also was wir momentan erleben, ist tatsächlich ein grundlegender Wandel der globalen Kräfteverhältnisse zwischen Kapital und Arbeit und eine Reihe anderer Entwicklungen, darunter eben ein Wandel der Beschäftigtenstrukturen, der über Jahrzehnte mehr oder weniger durch in der Produktion tätige Beschäftigte geprägt war und durch einen steigenden Anteil von Angestellten, aber wir heute in eine Situation kommen, durch den Bedeutungsgewinn von elektrischen Antrieben, dass der Bergbausektor und der Abbau für diese Batterien notwendigen Chemikalien aus Regionen wie aus dem Kongo, aus China oder aus Chile an Bedeutung gewinnt. Wir haben einen Bedeutungsgewinn der chemischen Industrie. Jan hat es gerade angesprochen, die Halbleiter und die Batteriefabriken, die in der Welt, vor allem inzwischen auch in Europa und in Osteuropa entstehen, werden immer wichtiger und die Bedeutung von Leuten, die sich mit IT auskennen, steigt. Also wir bekommen praktisch auch eine komplett neue Beschäftigungsstruktur. Das ist auch, glaube ich, was alle inzwischen sehen, gibt es neue Player. Jahrelang war die Automobilindustrie durch die mehr oder weniger gleichen Marken, Konzerne dominiert. Auf einmal sehe ich, wenn ich morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, 6 oder 7 Teslas binnen einer halben Stunde. Wir haben neue, noch nicht in Europa aktive, aber chinesische Hersteller, die den Markt für Elektromobilität in China praktisch beherrschen und deutsche und traditionelle Automobilhersteller praktisch abgehängt haben. Und das Wichtige oder gewissermaßen auch das Traurige an der Sache ist, dass die meisten dieser Hersteller sich von dem Konsens oder von den über Jahrzehnte hart erkämpften Anerkennung von sozialer Standards, von sozialen Standards und Gewerkschaftsrechten, die mehr oder weniger bei den alten Automobilherstellern existieren und existierten, komplett verabschieden. Und die große Frage, die wir uns gestellt haben, wie gehen Gewerkschaften mit diesen strategischen und neuen Herausforderungen um? Also, worum geht es in der Studie? Wir haben versucht, klar, wir haben es hier mit einem, Jan hat es gesagt, mit einem globalen Umbruch, mit einem globalen Prozess, so ist es, zu tun. Und wir haben versucht, den in einer einfachen Weise allgemeinverständlich darzustellen. Also erstmal zu fragen, was genau transformiert wird, was transformiert sich hier, welche Regionen sind betroffen, was passiert in Japan, wie unterscheidet sich das von der Entwicklung in China, was bedeutet das in den USA, wie entwickeln sich die Arbeitsplätze, Produktionsstandorte. Wir haben uns auch gefragt, was dieser Umbruch in der globalen Automobilindustrie vor dem Hintergrund gewissermaßen der Notwendigkeit einer Verkehrswende bedeutet. Und ob er gewissermaßen Potenzial für eine sozial-ökologische Transformation sein kann oder auch eher hinderlich ist. Wie ökologisch ist überhaupt ein Klima? Ein E-Auto haben wir uns gefragt. Und klar, welche Bedeutung hat es auf einmal, wenn vor allem in Südostasien und auch inzwischen immer mehr in Europa Batterienfabriken entstehen, die ihre Rohstoffe aus China, aus Chile oder aus dem Kongo bekommen. Und vor allem hier nochmal war unser Augenmerk darauf, was bedeutet oder wie werden diese ganzen Fragen, wie werden diese Themen in den verschiedenen Gewerkschaften, in den verschiedenen Ländern diskutiert. Was uns wichtig war, das sage ich noch einmal, wir wollten also keine streng wissenschaftliche Detailstudie machen, sondern wir haben versucht, gewissermaßen aus der Adlerperspektive und so verständlich und anschaulich wie möglich eben auf diese Prozesse zu schauen. Insofern haben wir den Schwerpunkt gelegt, möglichst viel auch durch Grafiken, Diagramme und Weltkarten, solche schönen Weltkarten, wie Jörn in seinem Hintergrund hat, darzustellen. Und wir haben versucht, und es ist uns auch einigermaßen gelungen, mit möglichst vielen handelnden Akteuren in der Mehrzahl Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern aus den unterschiedlichen Ländern, aus USA, aus Brasilien, Argentinien, aus China und bis nach Japan haben wir es sogar geschafft,
zu sprechen. Und ich würde dich bitten, einen weiterzugehen. Kurz zum Vortrag. Klar, wir werden jetzt nicht die ganze Studie vorstellen, sondern werden uns auf zwei, gewissermaßen auf zwei Kernpunkte konzentrieren. Den ersten werde ich vorstellen. Das ist schlicht und ergreifend die Frage, was ist mit der Transformation genau gemeint? Was ist das? Womit haben wir es hier zu tun? Und Jörn wird sich danach mit der Frage beschäftigen, was diese Transformation für ökologische Probleme mit sich bringt, vielleicht auch Lösungen und das Ganze vor dem Hintergrund gewissermaßen der Notwendigkeit einer sozial-ökologischen Transformation diskutieren. Vielleicht zu Beginn, ja, wir sprechen in der Studie von einer doppelten Transformation. Das ist kein Begriff, der von uns kommt. Den haben wir übernommen von Thomas Heilpeter und Alexander Bendel. Das sind zwei Wissenschaftler aus Duisburg. Aber was damit gemeint ist, ist schlicht und ergreifend, dass wir es mit zwei mehr oder weniger zeitgleich kommenden Prozessen zu tun haben, also einer Dekarbonisierung und einer Digitalisierung, die Digitalisierung im Produkt Auto. Für die Dekarbonisierung ist wichtig, klar, es ist ein politisch angetriebener, gewissermaßen, oder man könnte sagen, Versuch, Wirtschaft und Konsum klimaneutral zu gestalten und auf den Verbrauch fossiler Energien zu verzichten. Beim Automobil ist es vor allem der Austausch des Antriebsstands, also Motorkupplung, Getriebe, durch die Batterie. Wichtig hierbei ist es, vielfach bekommt man so den Eindruck, gut, es ist jetzt ein Prozess, der vor allem durch, wir haben es hier supranationale und nationale Gesetzgebung in Gang gesetzt wurde, also UN-Klimaschutzabkommen oder jetzt das aktuell diskutierte EU-Verbot für Verbrenner. Wichtig ist, glaube ich, in dem Zusammenhang nochmal, dass zumindest nach unserer Einschätzung, ganz wichtig für den Ausschlag war, dass China schon vor mehr als 10 Jahren die Zulassungspolitik stark geändert hat und gar nicht so sehr unter Klimaschutzzielen, also die Zulassungspolitik für Pkw, gar nicht so sehr unter Klimaschutzzielen, sondern vor allem in den riesengroßen Megacities den Smog zu reduzieren. Und da sehr, sehr früh, als bei uns noch überhaupt nicht über E-Mobilität gesprochen wurde, angefangen hat, massiv den Verkauf von E-Autos durch Subventionspolitik anzukurbeln. Das ist das eine. Und das zweite ist die Digitalisierung, also der zweite Teil gewissermaßen der Transformation. Und klar, Digitalisierung ist auch jetzt alles andere als ein neuer Prozess. Wenn man mal da genau hinschaut, gab es das alles schon Anfang der 90er mit Airbags, ABS und solchen Geschichten im Auto. Aber klar, das Neue ist, dass das uns, und das wissen wir ja alle, praktisch in den letzten Jahren die Digitalisierung praktisch in jeden Lebensaspekt eingedrungen ist, auch vermittelt durch große Tech-Konzerne aus den USA. Und sich damit natürlich auch die Ansprüche der Konsumentinnen und Konsumenten von uns allen gewissermaßen ans Auto ändern. Wenn wir jetzt noch versucht zu gucken, was ist überhaupt unter Digitalisierung zu verstehen? Und ich glaube, man kann drei Punkte benennen. Also das ist zum einen die Vernetzung, also die Vernetzung der Fahrzeuge untereinander und die Vernetzung der Fahrzeuge mit, wie soll man sagen, mit der Umwelt. Das sind Geschichten wie das Navigationssystem, Infotainment-Systeme, die inzwischen in neuen Autos drin sind, oder die Möglichkeit von Over-the-Air-Updates statt des Werkstattbesuches des Autos. Das ist das eine. Das zweite oder der zweite große Prozess bei der Digitalisierung ist das, was wir haben hier autonomes Fahren geschrieben. Man müsste wahrscheinlich eher sagen, es ist das assistierte Teil und irgendwann dann vielleicht auch mal vollautonome Fahren. Denn nach anfänglicher Euphorie in der Branche ist, glaube ich, inzwischen auch Ernüchterung eingekehrt. Jörn, vielleicht kannst du eine Folie weiter switchen, was man sieht in dem nächsten Zitat, was wir da aufgeführt haben von einem Softwareentwickler, den wir eines großen Automobil-OEMs, den wir für die Studie interviewt haben. Wir haben jetzt nochmal diese fünf Level in die allgemeinen, das autonome Fahren oder das assistierte Fahren unterteilt wird, aufgeführt.
Ich will das jetzt nicht alles vorlesen. Wichtig ist, glaube ich, dass momentan so mehr oder weniger der Stand der Technik des Level 2 ist. Also das automatisierte Lenken, Beschleunigen, Bremsen in Standardsituationen, wobei natürlich der Mensch jedes Mal allgegenwärtig eingreifen können muss. Das ist unter anderem der Tesla Autopilot. Hinzufügen könnte man, dass es jetzt seit einem halben Jahr tatsächlich Mercedes gelungen ist, im Level 3 Genehmigung zu bekommen, zumindest für Deutschland und für die Teile der USA. Das klingt jetzt ein bisschen spannender und aufregender, als es dort formuliert ist. Was nämlich tatsächlich passiert ist, ist, dass Mercedes für einige der sehr, sehr teuren Premium-Modelle keinen Autopilot, sondern da heißt es Drive-Pilot anbietet, mit dem der Mensch sich sozusagen hinterm Steuer zurücklehnen kann in ganz bestimmten Situationen. Und das ist auf der Autobahn bei einer Geschwindigkeit von bis zu 60 Kilometern und sehr fließendem Verkehr. Also meistens Stau oder zähfließendem Verkehr. Und in dieser Situation ist es allerdings tatsächlich so, dass dort das komplette Risiko nicht bei der Fahrerin oder beim Fahrer liegt, sondern von Mercedes übernommen wird. Was Level 4 und Level 5 ist, also die Experten und Expertinnen, mit denen wir gesprochen haben, die sagen uns, das ist noch ein sehr, sehr weiter Weg. Und dann auf der nächsten Folie nochmal der dritte Teilbereich gewissermaßen der Digitalisierung, mit der wir es zu tun haben. Und das sind diese neuen Mobilitätsdienstleistungen, von denen jetzt überall die Rede ist und mit denen wir je nach Sichtweise der städtische Nahverkehr oder städtischer Verkehr einfacher oder auch schwieriger wird. Ich glaube, hier muss man nochmal festhalten, Mobilitätsdienstleistungen sind, Jörn hat es, glaube ich, mal gesagt, so alt gewissermaßen wie die Postkutsche. Also wir hatten das in der Vergangenheit immer. Also Bussysteme und Liniennetze, das gab es alles, ist alles nicht neu. Der Unterschied ist, glaube ich, ein bisschen zu dem, was wir heute erleben, dass wir heute weitgehend oder in der Vergangenheit waren es weitgehend feste Fahrpläne, an die man sich irgendwie halten musste, Ausnahme Taxis. Was wir aber heute haben, ist natürlich, dass es mit der Digitalisierung Möglichkeiten gibt, gewissermaßen in Echtzeit sich das freie Carsharing-Auto zu nehmen und von A nach B zu fahren, den vorbeifahrenden Uber einzusteigen oder auf den E-Scooter oder irgendwann vielleicht auch mal in das E-Taxi. Wir haben in dieser Tabelle versucht, das so ein bisschen zu systematisieren. Da will ich auch gar nicht so viel zu sagen. Ich glaube, wichtig ist nochmal, das ist eigentlich, bleibt nochmal ganz kurz da, Jörn. Wichtig ist nochmal zu sagen, das ist, glaube ich, kein Bereich der Digitalisierung, überhaupt kein Bereich gibt, wo sozusagen das emanzipatorische Potenzial Mobilität ohne Individualverkehr, ohne Individual-PKWs auch auf dem Land für Arm und Reich zu ermöglichen, so nah gewissermaßen der Dystopie oder der weiteren kapitalistischen Landnahme liegt, nämlich, dass diese ganzen Prozesse allein durch Konzerne strukturiert und beherrscht sind. Also Uber konkurriert den ÖPNV kaputt und es gibt privat angebotene Mobilität nur da, wo es auch sich für die Konzerne lohnt. Einmal weiter. Danke. Genau, und was wir also haben und was wir sehen, ist, dass wir, glaube ich, aktuell in einer Situation sind, wo wir enorm viele neue Akteure haben, die fast wie wild auf den Automobilmarkt kommen. Was wollen die da? Die wollen da sich an der Wertschöpfung beteiligen und unheimlich viel Geld verdienen. Das sind nicht nur neue Automobilbauer, die vielfach aus Startups entstanden sind, so wie Tesla oder der chinesische Hersteller wie NIO, sondern es sind ganz unterschiedliche Firmen oder Unternehmen aus unterschiedlichen Bereichen. Die kommen aus dem Big Tech, haben wir es hier genannt, also Alibaba, Amazon oder Chip-Produzenten wie Nvidia strömen in die Wertschöpfungsketten rein und wollen Geld verdienen. Das sind Kontraktfertiger wie der Automobilzulieferer Magna, der sich
darauf spezialisiert hat für, oder ein großes neues Geschäftsfeld darin entdeckt hat für Startup-Unternehmen, Startup-Auto-Unternehmen, die selber nicht in der Lage sind oder es nicht wollen, ihre Autos selber zu produzieren, nämlich für die zu produzieren. Das sind Big-Data-Unternehmen wie Google und Apple, die ihre Software verkaufen. Und es sind eben auch die gerade schon erwähnten Mobilitätsplattformen, Lyft, Uber oder die chinesischen Varianten. Und wir haben also unheimlich viele neue Akteure, die klar, die mit der gar nicht so guten, aber alten Automobilindustrie in Konkurrenz treten. Jörn, mach mal bitte einen weiter. Wir haben uns jetzt gefragt, was bedeutet es für die Wertschöpfungsketten und was bedeutet es für die über Jahrzehnte lang etablierten Gesetze und Beziehungen in der Automobilindustrie? Stark vereinfacht kann man von dieser Zuliefererpyramide sprechen, die wir hier aufgeführt haben, die darstellt, wie die großen OEMs von Ford über General Motors, Mercedes, VW und so weiter und so fort in Beziehung stehen zu den unterschiedlichen Zuliefererfirmen. Und da war immer klar, und das war das eiserne Gesetz, die OEMs geben den Ton an, die diktieren die Preise und die anderen liefern. Also sie hatten gewissermaßen immer die Macht. Die Veränderungen, die wir jetzt sehen, könnten tatsächlich dazu führen, dass zu einer kompletten Neuverteilung der Rollen kommt, eben weil es, und wir haben hier drei wichtige Bereiche aufgeführt, eine Bedeutungszunahme eben der Antriebsbatterien gibt, weil es eine absolute Bedeutungszunahme der Software gibt und der Halbleiter. Alles drei Bereiche, in denen die alten großen OEMs relativ wenig Know-how haben. Bitte einmal weiter. Super, also der erste Bereich ist der, und es ist klar, es ist der Antriebsstrang, also die Batterie ist hier, und es ist, glaube ich, klar, dass die Batterie die zentrale oder vielleicht zumindest eine der ganz zentralen Schlüsselkomponenten, also beim E-Auto ist es die zentrale Komponente. Die momentan zumindest sieht es noch so oder sieht so aus, dass Lithium-Ionen-Akkus gewissermaßen State of the Art sind und die aktuell dominante Technologie, weil sie die meiste Reichweite haben und auch gewissermaßen am preiswertesten sind. Und wie gesagt, hier haben wir eine Entwicklung, die wir vielleicht zuletzt aus der Elektronik und aus der Handyindustrie kennen, nämlich das Problem, dass die Automobilhersteller, die großen OEMs von dieser neuen Technologie praktisch keine Ahnung haben. Die Firmen, die gut sind, die besten und leistungsstärksten Batterien bauen, sitzen zum großen Teil aktuell in Südostasien, die sitzen in Südkorea und die sitzen immer mehr in China. Und klar, sie stammen gewissermaßen, oder das ist eine Fortsetzung der Elektronikindustrie, die sich dort in den letzten 15 Jahren, 20, 30 Jahren sogar entwickelt hat. Und wenn man in die Fachstudien reinschaut, dann stellt sich oder wird inzwischen immer schon die oder wird immer öfter die Frage gestellt, ob wir tatsächlich in der Automobilindustrie auch bald, wir haben es hier genannt, uns auf einem Weg zu einer modularen Produktionsstruktur befinden. Was das heißen soll, hat hier Boyle Lütje. Das ist ein Wissenschaftler, der China University of Technology arbeitet, lange auch in Frankfurt an der Uni gearbeitet hat und sich seit 20 Jahren mit der Automobilindustrie und auch deren Bedeutung in China beschäftigt. Ich lese mal kurz vor, ganz gut ausgedrückt. Er sagt, meiner Meinung nach entwickelt sich die Automobilindustrie in Richtung einer Produktionsstruktur, wie wir es aus der Handyfertigung oder der Elektroindustrie kennen. Nicht die Hersteller der Endprodukte beherrschen die Wertschöpfungskette, sondern die Lieferanten der Komponenten. Die OEMs werden zu Followern. Und es ist eine Frage, die sich tatsächlich dann auch für die großen OEMs stellt. Also
haben sie in Zukunft die Macht, weiter so dominant aufzutreten oder werden gewissermaßen die Preise für Batterien von den Batterienherstellern in Zukunft diktiert? Jörn, bitte einmal weiter. Na, wir haben den Putz nochmal aufgeführt. Das brauche ich, glaube ich, nicht vorlesen, wer die größten Batteriehersteller sind. Und wir haben nochmal, weil, klar, das ist also diese Frage ist inzwischen auch in den USA und auch in der europäischen Politik angekommen. Es gibt, es wurden jetzt in den letzten 2 Jahren große politische, industriepolitische Initiativen gestartet, auch auf Ebene der EU. Die Battery Alliance heißt es in der EU. Und wir haben jetzt hier nochmal dargestellt, dass sich tatsächlich auch in den nächsten Jahren, wenn nicht schon aktuell geschehen, eine Reihe von Batteriefabriken in Deutschland und vor allem in Europa und vor allem in Osteuropa ansiedeln werden. Mach mal bitte einen weiter. Genau, beim zweiten Punkt, bei der Software, haben wir im Prinzip eine ähnliche Entwicklung. Früher schickes Beiwerk, wobei die Kernkompetenz des Autos gewissermaßen immer in der Fahreigenschaft, dem Design und der Sicherheit lag. Heute ist die Software, also die Spracherkennung, das automatisierte Fahren, der Zugriff auf die verschiedenen Dienste, sei es Apple oder Amazon, absolut zentral in großen Automobilmärkten wie China, noch mehr als es aktuell hier in Deutschland ist. Von den Kollegen Bös und Ziegler, die arbeiten am ISF-Institut in München verwiesen, die tatsächlich auch nochmal wirklich sehr zu empfehlen ist, weil es eine wunderbare Studie ist und eine sehr kenntnisreiche Studie. Die sprechen inzwischen sogar davon, dass wir es in der Automobilindustrie mit einem Wandel von einem Industrie- zu einem Informationsparadigma zu tun haben. Was damit gemeint ist, etwas runtergebrochen ist damit gemeint, dass während in den letzten 60 Jahren gewissermaßen die mechanischen Fähigkeiten das Auto erfolgreich gemacht haben, ist es heute der Softwareanteil und ist es heute das gewissermaßen einfach die digitalen Fähigkeiten, die ein Auto hat. Und hier kommen natürlich dann auch die großen IT-Konzerne aus den USA ins Spiel. Hier kommt Google, hier kommt Amazon und solche Konzerne ins Spiel. Und hier stellt sich eine Frage, die hier ein VW-Betriebsrat, den wir interviewt haben, aufgeworfen hat. Der hat gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu irgendeinem Anbieter auf der Google-Plattform werden. Ich will das jetzt gar nicht weiter vorlesen. Also tatsächlich stellt sich die Frage, wer kontrolliert die Daten? Wenn Google die Betriebssysteme liefert oder die Kartendienste und Apple die Musik und die Filme fürs Auto, ist es zum einen die Frage, oder stellt sich die Frage, wer ist jetzt der Herr über die Daten, die auch erfasst werden? Ist es Google, ist es Mercedes, wer ist es? Und wenn du mal eine Folie weitergehst, Jörn, welche Bedeutung Konzerne, in diesem Fall Amazon, inzwischen in der Automobilindustrie haben, haben wir versucht, in dieser Grafik darzustellen. Da bedanken wir uns noch bei Jonas Rest, der die im Manager-Magazin aufgeführt hat. Ich mache das ganz kurz. Also man kann sehen, dass Amazon über die verschiedenen Unternehmenstöchter und Beteiligungen praktisch Kooperationen und Geschäftsbeziehungen zu allen großen Automobil-OEMs hat. Das beginnt bei der Verfügungstellung von Speicherplatz über die AWS, die Amazon Web Services Tochter. Das geht weiter über die Arbeit mit der Spracherkennung Alexa bis zu großen Beteiligungen von 20% an E-Mobility oder an E-Auto-Startups Rivian in den USA, wo Amazon praktisch festgelegt hat, hohe Anzahlen an noch zu entwickeln oder gerade produzierten Transportern abzukaufen. Eine Folie weiter. Ich glaube, ich bin ein bisschen mit der Zeit im Verzug, deswegen beschleunigen wir die Sache. Genau, und
Genau, wir haben uns dann auch nochmal gefragt, was das denn das alles nochmal aus gewerkschaftlicher Sicht bedeutet. Und ich will es selber auch gar nicht ausführen. Und hier sei nochmal auf Georg Leutert verwiesen. Das ist der Zuständige für die Automobilindustrie und die Luftfahrtindustrie bei Industry All, der in diesem Zitat einfach nochmal aus gewerkschaftlicher Perspektive darauf hingewiesen hat, wie unglaublich wichtig das ist, frühzeitig damit zu beginnen, diese immens wachsende Anzahl an IT-Leuten, die in der Automobilindustrie beschäftigt sind, gewerkschaftlich zu begeistern, zu organisieren. Also IT-Leute als ganz, ganz wichtige, zukünftige und auch aktuell wichtige gewerkschaftliche Zielgruppe zu begreifen. Und wir kommen zur letzten Folie meines Teils. Und auch bei den Halbleitern wiederholt sich das Spiel, denn ohne Hochleistungsprozessoren, nicht Professoren und Prozessoren und entsprechende Speicherchips sind diese ganzen Neuerungen, über die wir jetzt geredet haben, assistiertes Fahren, funktionierende Betriebssysteme und eine hohe Akkureichweite nicht denkbar. Also die sind essentiell notwendig dazu. Und auch hier Halbleiterproduktion, das hören wir jetzt praktisch jeden Tag in den Nachrichten, ist alles andere als eine Königsdisziplin der großen Automobilproduzenten und auch nicht der großen Automobilzulieferer, die wir hier in Deutschland haben, sondern das ist ein Know-how, was vor allem auch aus China und aus den USA kommt. Und wie abhängig die Autoindustrie von eben diesen Halbleitern ist und immer noch oder war und immer noch ist, haben wir während der Halbleiterkrise 2020, 2021 gesehen, die in gewisser Weise immer noch andauert. Und ähnlich wie bei der Batteriepolitik ist es so, dass jetzt auch die staatliche Industriepolitik Halbleiter und Chipproduktion als Ziel erfasst hat. Und wir hören jetzt praktisch jeden Tag in den Nachrichten von einer neuen Chipfabrik, die gebaut werden soll, von Plänen, die es für weitere Chipfabriken auch in Deutschland gibt. Das EU-Ziel ist, oder die EU hat gewissermaßen als Ziel formuliert, die Chipproduktion bis 2030 ist es, glaube ich, um 20%. Nee, einen Anteil von 20% an der globalen Chipproduktion zu bekommen. Vielleicht als letzter Punkt dazu, welche Macht gewissermaßen solche Chip-Hersteller inzwischen in den Wertschöpfungsketten haben, konnte man, ich glaube, im letzten Jahr war es ganz gut sehen, weil da gab es einen Deal zwischen Mercedes-Benz und Nvidia, das ist ein Chip-Produzent aus den USA, die Hardware für autonome Fahrfunktionen bei Mercedes liefern, die Mercedes selbst nicht bereitstellen kann. Und die haben es geschafft, zum ersten Mal in der Geschichte praktisch von Mercedes eine Gewinnbeteiligung herauszuhandeln und eine Beteiligung an jedem verkauften Auto, welches diese Funktion hat. Und das ist etwas, was in der alten automobilen Wertschöpfungskette und Wertschöpfungspyramide, wie wir sie gerade dargestellt haben, tatsächlich absolut undenkbar war. Und es zeigt ein bisschen, wie sich die Machtverhältnisse verschoben haben. Ich danke euch und übergebe an Jörn. Ja, schönen guten Tag. Jörn Böwe, ich bin der Co-Autor von Johannes, der Co-Autor dieser Studie und man könnte sagen, der Beifahrer von Johannes. Also wir sprechen eigentlich eher von Handbuch als von Studie. Uns lieber, weil es ein bisschen mehr so die Intention legt, die wir dabei hatten. Und vielen Dank, Johannes, für die Einführung. Ich werde nicht beeilen und ich werde, glaube ich, auch nicht ganz so lange brauchen. Die Hochleistungsprofessoren musste ich mir natürlich trotzdem notieren. Ich liebe sowas. Und wir hatten ja glücklicherweise im Zuge der Arbeit an dieser Publikation auch die Gelegenheit, mit einigen Hochleistungsprofessoren zu sprechen. Und es wäre auch nicht so gut geworden. Ich will auf einen Aspekt eingehen. Wie Johannes eingangs gesagt hat, haben wir viele, viele andere Aspekte noch untersucht, uns angeguckt, verschiedene Regionen und so weiter und so fort. Ich möchte mich heute hier beschränken auf die ökologischen und klimapolitischen Aspekte, weil das natürlich nahe liegt aus zwei Gründen. Erstens ist der Anteil des Transportwesens
an den globalen energiebedingten CO2-Emissionen beträgt knapp ein Viertel ungefähr, wie ihr hier in dieser Grafik seht. Und rechts daneben in diesem Balkendiagramm kann man gut erkennen, dass der Anteil des Straßenverkehrs dabei bei weitem vorn liegt. Also weit vor Luftverkehr, weit vor Schifffahrt oder sonstigen Verkehren. Wir haben uns also angeguckt, wie ernst zu nehmen ist denn das Versprechen der Automobilindustrie, dass die Antriebswende, wie wir sie nennen, also die Wende hin zur oder die Elektromobilität, wie die Autoindustrie es ein bisschen irreführend nennt, weil Elektromobilität ist natürlich auch, wenn ich mit der Straßenbahn oder mit der S-Bahn fahre. Das meinen die ja nicht. Also die Antriebswende beim Automobil, inwiefern ist das denn eigentlich eine Lösung für das Problem der verkehrsbedingten CO2-Emissionen? Also sozusagen die Fragestellung war, wie viel davon ist Ideologie und Marketing und wie viel davon ist real? Okay, wir haben uns jetzt hier mal angeguckt für Deutschland zum Beispiel ein paar ganz interessante Zahlen. Die Autoindustrie erzählt uns ja, die Autos werden von Jahr zu Jahr besser und sauberer. Das ist tatsächlich nicht nur Marketing. Ja. Das sind hier amtliche Zahlen der letzten 25 Jahre ungefähr. Die spezifischen Emissionen, also die spezifische Emissionen heißt der CO2-Ausstoß je Personenkilometer beim PKW, so wird das gemessen. Also wenn eine Person einen Kilometer mit dem PKW zurücklegt, dann ist es ein Personenkilometer, sitzen vier Leute in diesem PKW drin und fahren einen Kilometer, sind es vier Personenkilometer. Beim LKW-Verkehr wird es in Tonnenkilometer analog erfasst. Und wenn wir uns diese spezifischen Emissionen angucken, ist es tatsächlich so, dass die über die letzten 25 Jahre ungefähr bei PKW um 5% gesunken sind und bei LKW fast um ein Drittel. Ja, woran liegt es? Es ist tatsächlich so, dass die Motoren besser geworden sind. Die Filtertechnologie ist besser geworden, vor allem beim Dieselmotor. Kurzum, die Autos werden sauberer. Das Problem besteht trotzdem weiter und wird sogar schlimmer. Die absoluten Emissionen, also der Gesamtausstoß, den der Straßenverkehr verursacht, und wir reden hier nur von Deutschland in diesem Fall, weil wir da jetzt exemplarisch diese Daten zugreifen können, die das Umweltbundesamt dankenswerterweise so schön erfasst hat, ist im selben Zeitraum ist der CO2-Ausstoß aus dem Pkw-Verkehr insgesamt um 5,1% gestiegen. Und beim Lkw, bei den Lkw, die ja nun wirklich, wie wir in der vorhergehenden Grafik gesehen haben, deutlich sauberer geworden sind, hat der Ausstoß trotzdem enorm zugenommen, um 17%. Ja, wie kommt denn das? Ja, das ist ganz einfach, weil der Fahrzeugbestand, also die Menge der Fahrzeuge, die unterwegs sind auf den Straßen, und die Menge der Kilometer, die sie zurücklegen, drastisch nach oben gegangen ist. Im ungefähr demselben Zeitraum, also es überschneidet sich hier größtenteils nicht ganz exakt. Wir haben hier für diese Folie, also für die Größe Fahrleistung, Personenkilometer und Tonnenkilometer insgesamt, haben wir Daten, die sich von 1991 bis 2021, also über 30 Jahre hinziehen. Und da ist es tatsächlich so, dass die Steigerung evident ist. Ja. Also wir haben bei Pkw von 36,8 auf 48,5 und bei Lkw haben wir mehr als eine Verdopplung von zurückgelegten Tonnenkilometern. Also es sind einfach viel zu viele Fahrzeuge unterwegs und der technologische Fortschritt, dass die sauberer werden als einzelne Fahrzeuge, wird komplett konterkariert durch die zunehmende Masse an Fahrzeugen und Kilometer, die die zurücklegen. Wir haben uns angeguckt, was ist denn eigentlich von diesen Prognosen zu halten, dass der E-Motor innerhalb der nächsten Jahre und Jahrzehnte relativ rasch doch den Verbrennungsmotor verdrängen wird. Aktuell wird ja diskutiert, beziehungsweise ist eigentlich schon so gut wie durch, aber die FDP stänkert jetzt natürlich wieder ein bisschen. 2030 Neuzulassung mit Verbrennungsmotor in der Europäischen Union zu verbieten. Ihr seht hinter mir ja auch so eine Weltkarte, da sind verschiedene Regionen farblich markiert, in denen ähnliche
Zulassungsverbote oder Zulassungsbeschränkungen in den nächsten 10 oder 20 Jahren geplant sind. Da will ich jetzt im Detail nicht drauf eingehen. Aber was wir hier sehen, ist die Grafik, ist die Dynamik, die die Zulassung von Autos mit einem batterieelektrischen Antrieb in den letzten 10 Jahren etwa hatten. Und was wir da sehen, ist, dass es tatsächlich einen immer noch kleinen, aber sehr schnell wachsenden Marktanteil gibt. Ja, bei den Neuzulassungen, also 2021, das waren jetzt die aktuellsten Zahlen, auf die wir Zugriff hatten, die aktuellsten Statistiken. 2021 war, und diese Daten beziehen sich jetzt tatsächlich auf die globalen Zulassungen, 2021 sind 2,4 Millionen batterieelektrische Fahrzeuge, also keine Hybridfahrzeuge mitgerechnet, reine batterieelektrische Fahrzeuge zugelassen worden. Und das entsprach einem Anteil von 4,2% an der Jahresproduktion. Also 2,4 Millionen batterieelektrische Fahrzeuge von 57 Millionen Pkw insgesamt, die 21 produziert bzw. zugelassen, neu zugelassen wurden. Das ist eine ganze Menge und die Dynamik ist unverkennbar. Gleichzeitig ist es aber so, wenn wir Fahrzeuge, insbesondere Pkw, werden ja eine Weile gefahren, ein paar Jahre. Also der Anteil am globalen Gesamtbestand, der ist natürlich immer noch wesentlich niedriger und liegt aktuell immer noch unter 1%. 2022 waren weltweit etwa 10 Millionen reine batterieelektrische Fahrzeuge unterwegs, von insgesamt über einer Milliarde Autos auf der Welt. Und aber auch hier gibt es natürlich Prognosen, die ernst zu nehmen sind. Also wir haben uns verschiedene Prognosen angeguckt. Die wichtigsten und plausibelsten Berechnungen kommen also nach unserem Dafürhalten von der Internationalen Energieagentur, die verschiedene Szenarien errechnet oder modelliert hat. Und nach denen könnte das so aussehen, dass also 2030 aus diesen knapp 1% heute dann schon so 8 bis 15%, je nachdem, ob man jetzt eher so einem konservativen oder optimistischen Szenario folgt, und bis 2040 tatsächlich 1 Milliarde, also 1 Milliarde Elektroautos. Heute haben wir 1 Milliarde Autos mit Verbrennungsmotor etwa auf der Welt. Und nun ist aber der Punkt, dass diese 1 Milliarde Autos dann in 2040 eben tatsächlich nur knapp die Hälfte des Bestands sein werden wahrscheinlich. Das heißt, wir haben, weil der Fahrzeugbestand insgesamt weiter wachsen wird, wenn nicht unvorhergesehene Dinge passieren werden. Aber wenn er nur linear weiter wächst, werden 2040 eben ungefähr doppelt so viele Autos auf der Welt unterwegs sein wie heute oder mehr und davon knapp die Hälfte Elektroautos. Das heißt, so kann man es auch sagen, 2040 werden immer noch genauso viele Autos mit Verbrennungsmotor unterwegs sein wie heute. Wie sieht es eigentlich mit der ökologischen und Klimabilanz von Elektroautos aus? Also als Technologie, das ist ja eine Sache, die immer sehr umstritten ist und in der Vergangenheit kann sich vielleicht der eine oder die andere noch an diese viel diskutierte schwedische Studie erinnern, die von Skeptikern und Gegnern von Elektroautos dann viel zitiert wurde und im Netz die Runde machte, weil dort hat also ein schwedisches Institut sich das genauer angeguckt. Also wie sieht es denn eigentlich aus mit der Klimabilanz von Elektroautos und ist dann zu dem Schluss gekommen, dass die eigentlich gar nicht so toll ist. Dann gab es viel Kritik daran, dann wurde die Studie, also sozusagen nochmal, ja, gab es eine Neuauflage dieser Studie, wurde nochmal neu gerechnet und 2 Jahre später ist eine Neufassung dieser Studie erschienen und die kam dann zu dem Ergebnis, oh hoppla, doch, alles super, Elektroautos sind doch sehr, sehr ökologisch und klimafreundlich und ja, also wir diskutieren das in unserer Publikation auch noch ein bisschen ausführlicher und detaillierter, wie das zustande kam. Ich will ja nicht so viel vorwegnehmen. Auf jeden Fall ist das tatsächlich eine durchwachsene Geschichte mit dieser ökologischen und klimatechnischen Bilanz von Elektroautos.
Das heißt, da liegen Chancen drin, da liegen aber auch ungelöste Probleme. Die Chancen sind, dass der Elektromotor tatsächlich einen extrem hohen Wirkungsgrad hat. Das heißt, mit derselben Menge an Energie, um das jetzt mal ganz simpel auszudrücken, kann ich mit dem fast doppelt so weit fahren wie mit einem Dieselmotor. Der Dieselmotor hat schon von den Verbrennungsmotoren, unter den Verbrennungsmotoren oder den auch verglichen mit anderen alternativen Antrieben, eine relativ hohe Energieausbeute mit 40%, doppelt so viel wie der Benziner und die schlechtesten Wirkungsgrad haben tatsächlich diese momentan auch wieder durch die FDP in die Diskussion gebrachten synthetischen Kraftstoffe, weil die eben so energieintensiv in der Herstellung sind. Problem bei batterieelektrischen Fahrzeugen, die Produktion der Batterie, die nicht nur die Schlüsselkomponente, sondern auch sozusagen die werthaltigste Komponente an Elektroautos ist, die ist enorm energieintensiv. Das heißt, so ein Elektroauto, da kommen zwar hinten keine CO2-Emissionen aus dem Auspuff, weil es keinen Auspuff hat, aber bei der Produktion wird so wahnsinnig viel Energie verbraucht, dass dieses Elektroauto mit einem riesengroßen Treibhausgasrucksack vom Band rollt, wenn es überhaupt noch nicht gefahren ist, sondern wenn es einfach erstmal nur produziert wurde. Die Emissionen während der Produktion sind etwa doppelt so hoch wie bei einem herkömmlichen Pkw mit Verbrennungsmotor. Und wenn dieses Auto später geladen wird mit elektrischer Energie aus erneuerbaren Energiequellen, dann wird dieser Treibhausgasrucksack natürlich irgendwann abgetragen, weil dann keine weiteren Emissionen mehr frei werden. Aber je nachdem, wie der Strommix ist, dauert das natürlich eine Weile und es kann, also wenn es komplett geladen wird mit Photovoltaikstrom aus der PV-Anlage, die ich oben meinetwegen auf dem Dach habe und ich lade das zu Hause bei mir mit meinem eigenen Solarstrom, dann ist der vielleicht bei einigen Marken schon nach 30.000 Kilometern abgetragen, im Schnitt aber erst bei 100.000 oder mehr. Dazu kommen weitere ungelöste ökologische Probleme bei der Rohstoffgewinnung und beim Batterie-Recycling, für die es momentan immer noch keine technischen Lösungen gibt. Ein bisschen genauer ist das alles in dem Buch erklärt. Wir haben dafür auch mit Experten vom Umweltbundesamt gesprochen, die ein paar sehr interessante Sachen zum Recycling bei Lithium-Ionen-Batterien erzählt haben. Da will ich jetzt im Detail auch nicht eingehen. Hier haben wir uns auf der Modellebene uns mal angeguckt. Wenn wir uns einen klassischen Golf mit Diesel, Golf 8 meinetwegen, mit Dieselmotor vergleichen mit dem E-Golf, der den gegenwärtigen EU-Strommix verwendet, dann ist tatsächlich der Punkt, an dem das E-Auto eine günstigere Treibhausgasbilanz hat als Dieselauto, bei mehr als 100.000 Kilometern erreicht. Und das heißt, in der Regel werden diese Autos länger genutzt, aber 100.000 Kilometer muss man natürlich auch erstmal fahren. Also es dauert eine Weile. Wir haben uns hier angeguckt, welche Einsparpotenziale gibt es denn eigentlich bei fossilen Kraftstoffen, wenn diese optimistischen E-Mobilitätsszenarien eintreten, also 2040 40-50% Anteil am Gesamt-Pkw-Bestand weltweit. Und tatsächlich würde bei einem solchen Szenario weniger Diesel und Benzin verbraucht werden, ja, nämlich ungefähr ein Viertel weniger. Aber man muss natürlich sagen, also angesichts der Tatsache, dass uns versprochen wird, dass E-Mobilität oder Elektroautos die zentrale Lösung für die Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor sind, ist natürlich eine Reduktion von 100% auf 73% jetzt auch nicht die Welt. Ne? Also das ist, da wird immer noch ganz schön viel in die Luft gepustet, um es mal etwas salopp zu sagen. Insgesamt sieht es also so aus, dass wir eine ganze Reihe von ökologischen, sozialen und auch sicherheitspolitischen Problemen
durch Konflikte, mögliche Konflikte um kritische Rohstoffe bekommen könnten, Schrägstrich vermutlich auch bekommen werden in den nächsten Jahren. Es fängt an bei der Wasserbelastung im Lithium- und Kobaltabbau, Missachtung von Arbeitsrechten in Förderländern, ungelöste Probleme beim Recycling und so weiter und so fort. Insofern kann man sagen, dass bei dieser ganzen Debatte um Elektroautos etwas, also sagen wir mal so in der Debatte, wie sie im Mainstream, im politischen Mainstream geführt wird, um Elektroautos, wird etwas übersehen, was wir hier den Elefant im Raum nennen. Und das ist, dass tatsächlich niemand darüber diskutiert, dass der weltweite Pkw-Bestand weiter wachsen und wachsen und wachsen wird, wenn wir nicht eine grundlegende Wende im Verkehrssystem vornehmen und dass 2040 dann zwar, wie ich vorhin schon gesagt habe, 1 Milliarde Elektroautos möglicherweise unterwegs sind, aber immer noch genauso viele Verbrenner-Pkw wie heute und dass wir deshalb verkehrsbedingt kaum weniger Treibhausgasemissionen als heute haben werden und dazu kommen ja noch die Emissionen aus der E-Auto-Produktion. Und je nachdem, wie der 2040 erzeugte Strommix aussehen wird, eventuell auch noch Treibhausgasemissionen durch die Nutzung, sofern immer noch Strom aus fossilen Quellen, Energiequellen erzeugt wird. Fazit, Elektrifizierung des Antriebsstrangs im Automobil allein ist mit Sicherheit keine effektive klimapolitische Maßnahme, solange das autozentrierte Verkehrsmodell fortgeführt wird. Nichtsdestotrotz muss man natürlich Elektroautos auch nicht verteufeln. Als ein Element einer Verkehrswende sind die absolut sinnvoll. Sie können ihre Vorteile aber nur ausspielen, wenn der Bestand an Pkw insgesamt reduziert wird, wenn die Autos länger genutzt werden, wenn sie von mehr Leuten genutzt werden, wenn es eine Abkehr vom also jedenfalls eine weitgehende Abkehr vom Modell des privaten Pkw, wenn es mehr Carsharing, kollektive Nutzungsmodelle und so weiter gibt und natürlich vor allem einen massiven Ausbau öffentlicher Verkehrssysteme auch in ländlichen und suburbanen Gebieten. Dafür braucht es ein neues Leitbild für ein integriertes Mobilitätssystem, das auch attraktiv sein müsste für Schwellenländer. Das Problem ist natürlich, es kann nur attraktiv sein, wenn es Staaten gibt, oder es wird nicht sehr attraktiv sein, solange die entwickelten Staaten des globalen Nordens immer noch daran scheitern, sowas auf die Reihe zu kriegen. Innerhalb eines solchen integrierten Systems hätten Elektroautos, vor allem aber auch Elektrotaxis, Shuttles, Rufbusse und so weiter durchaus eine sinnvolle Aufgabe, wenn man das als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge begreifen und organisieren würde. Und an dieser Stelle möchte ich mich bedanken und Schluss machen und das Wort weitergeben an die Moderation und wir stehen nachher noch für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Das war jetzt eine Tour de force durch eine ganze Reihe von Themen und Fragestellungen und ich möchte euch erstmal ganz herzlich bedanken, dass ihr diese doch vielen Dinge in einer Präsentation so knapp dann doch zusammengefasst habt. Ich würde für die, ihr habt ja Auszüge gezeigt, schon nochmal, doch nochmal direkt auch hier nochmal Hinweis geben, dass die Präsentation oder dass die Studie bereits ja jetzt herunterladbar ist in deutscher Sprache und man sich auch darauf beziehen kann. Wir haben eine ganze Reihe von Fragen. Bevor ich dazu komme, möchte ich aber zunächst, wie angekündigt, zu einer ergänzenden Perspektive meiner Kollegin des Brüsseler Büros, Manuela Kropp, das Wort geben zu einer Ergänzung und Einordnung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Jan. Vielen Dank auch Johannes und Jörn für die super interessante Studie, die ich mit großem Interesse schon lesen durfte. Ja, ihr habt es angesprochen, wir stehen vor einer großen Herausforderung, anzuerkennen und auch zu verstehen, dass das Elektroauto natürlich nur ein Teil der notwendigen Mobilitätswende ist, die wir brauchen. Und da sich eben für die Beschäftigten noch zusätzliche Herausforderungen stellen. Also wenn wir die Zahl der Autos reduzieren wollen und müssen,
wenn die Autos auch kleiner werden müssen, ist natürlich die Frage, wo können wir denn eigentlich Alternativen schaffen? Und da gibt es natürlich ganz klar, also auch jetzt in unserer Arbeit hat sich das gezeigt, von Gewerkschaftsseite natürlich auch ganz klare Forderungen. Also Mario Candeas und Stefan Krull beispielsweise haben auch die interessante Studie für Deutschland herausgebracht und haben einfach mal gezeigt, wie viel Arbeitsplätze könnte man in Deutschland schaffen in einer alternativen Mobilitätsindustrie, also in der Produktion von Bussen und Schienenfahrzeugen. Und ja, ähnliche Forderungen gibt es beispielsweise auch von Firmen CGL, also der italienischen IG Metall, denn die italienische Autoindustrie ist dermaßen unter Druck durch den Umstieg auf E-Autos, dass die also sagen, also so geht es nicht aufgrund von notwendigen Klimaschutzmaßnahmen und auch aufgrund der Arbeitsplatzverluste müssen wir natürlich umbauen. Italien ist so ein interessantes Beispiel, weil da hat die die Regierung sich jetzt dazu entschlossen, den Corona-Wiederaufbauplan dafür zu nutzen, den ÖPNV und den Schienenverkehr auszubauen. Das ist ja gut, aber die Aufträge werden öffentlich ausgeschrieben und die Produktion findet dann eben nicht mehr in Italien statt, obwohl die industrielle Basis und das Potenzial eigentlich dafür da wäre. Das ist natürlich zum Beispiel, wo die Linke sagen muss, also so geht es natürlich nicht, sondern wir brauchen auf europäischer Ebene im Falle von Ausschreibungen eben auch das Kriterium des Local Content, also des dass eben vorgeschrieben ist, dass die Produktion zu einem Teil oder egal in welcher Größenordnung, aber zumindest auch vor Ort stattfindet. Ähnliches hat uns auch die CGT zum Beispiel aus Frankreich gespiegelt. Die sagen, naja, das ist ja sehr schön alles, aber die Autohersteller in Frankreich orientieren auf große und schwere Autos, auf teure Autos. Die stellen einfach die Frage, wer soll das eigentlich bezahlen? Also ne, wenn gleichzeitig die Löhne unter Druck sind. Und was sind das eigentlich für Autos? Also wo spiegelt sich da die Ressourcenproblematik? Das habt ihr ja auch schon angesprochen. Und jetzt im Zusammenhang mit dem Inflation Reduction Act, also dem Klimaschutzprogramm der US-Amerikaner, stellt sich natürlich die Frage, wie antwortet man darauf? Das spielt sich ja jetzt gerade medial ab. Also die Europäische Union wird höchstwahrscheinlich einen Souveränitätsfonds auflegen als Antwort, also als Subventionsprogramm. Und da ist es aus linker Perspektive wichtig zu sagen, diese Subventionen müssen nicht nur an Klimaschutzauflagen gebunden sein, sondern natürlich auch an soziale Auflagen. In den USA passiert das und das muss natürlich auch in der EU passieren. Das heißt, es dürfen keine Jobs abgebaut werden, wenn Subventionen fließen. Wir brauchen eine Jobgarantie, wir brauchen gute Arbeit, die Tarifbindung muss gestärkt werden. Die Frage ist auch, wie wird das finanziert? Die US-Amerikaner machen es vor, das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel. Die schließen Steuerschlupflöcher und finanzieren das ohne neue Schulden, die 433 Milliarden Euro. Und da gibt es eine ganz spannende Studie von der linken Fraktion im Europaparlament, die sich zum Beispiel angeschaut hat, wie viel Milliarden Euro Einnahmen könnten eigentlich generiert werden durch eine Übergewinnsteuer auf multinationale Unternehmen auf europäischer Ebene. Und das bewegt sich im relevanten Bereich zwischen 4,8 Milliarden Euro bis 14 Milliarden Euro. Was wir also brauchen, ist eine Anreizsetzung für die Produktion von Schienenfahrzeugen und Bussen. Natürlich muss auch klar sein, wenn Subventionen fließen, dass der Staat dann auch die Möglichkeit haben muss, Anteile dieser Unternehmen zu erwerben. Und ja, langfristig muss man halt auch schauen, dass die Produktion auch in öffentlichen Unternehmen stattfindet. Noch ein letzter Punkt. Jetzt vor einigen Tagen haben Klimaschutz-NGOs aus den USA und auch aus der EU einen gemeinsamen Brief verfasst. Und sie sagen, der Inflation Reduction Act darf jetzt nicht zu einem Subventionswettlauf zwischen den USA und der EU führen. Und sie fordern die EU auf, sich jetzt nicht an die WTO zu wenden und da jetzt auf Streitbeilegung zu dringen, sondern sie sagen, was wir brauchen, sind quasi industriepolitische Klimaschutzprogramme auf beiden Seiten des Atlantik, also in den USA und der EU mit entsprechenden Auflagen. So, vielen Dank. Vielen Dank, Manuela. Ich habe jetzt eine ganze Reihe von Fragen. Ich erlaube mir eine Anmerkung, weil ein Widerspruch dann schon noch mal deutlich geworden ist, der unsere Perspektive klar macht. Wir sind jetzt hier alle als Europäer, als Weiße,
aus der Perspektive des bisherigen Zentrums der Autoproduktion blicken wir da drauf. Das heißt, wir diskutieren über Risiken, Instabilitäten, Flexibilitäten. Ich habe die Gelegenheit gehabt, für die Rosa-Luxemburg-Stiftung in Südafrika zu arbeiten, 6 Jahre lang. Und dort sowohl mit Gewerkschaften zusammenzuarbeiten, die in der Minensektor arbeiten, aber auch die natürlich mit dem informellen Sektor zu arbeiten. Und wenn ich Transformation jetzt denke, dann denke ich zum Beispiel an die 10, 15 Leute, die an jeder Tankstelle arbeiten, um jetzt die Autos mit Benzin zu befüllen. Das wird es bei Strom vielleicht nicht mehr so geben. Diejenigen, die jetzt die Lithiumminen bauen, in dem Schuften zu, denen sollte es doch am Ende besser gehen. Warum brauchen wir Batterieproduktion in Europa, wenn es klimafreundlicher ist, lieber direkt in Chile oder in Kongo diese Fabriken hochzuziehen? Worauf ich raus will, ist, es gibt Verteilungskonflikte, obwohl insgesamt vermutlich in der Transformation mehr Arbeit entsteht. Aber es gibt gefühlte Verteilungskonflikte zwischen Belegschaften, zwischen Arbeitnehmerinnen, und die Organisierung von dieser vertikalen Solidarität, also zwischen Belegschaften, entlang von Wertschöpfungsketten, die halte ich für einen der wichtigsten Aspekte. So, jenseits dieser Bemerkung würde ich jetzt gerne in die Fragen kommen. Ich möchte mich erstmal bei all jenigen bedanken, die schon reingeguckt haben. Wir gehen jetzt der Reihe nach durch. Wilm Herlin, ich würde seine ersten beiden Fragen zusammenfassen, hat gefragt, ob in der Studie auch die Aspekte der Industrie 4.0, insbesondere die Smart Factory, behandelt werden. Und ich finde, das ist ergänzend. Was arbeitet sich eigentlich auf der Ebene der Arbeitsebene, also auf den Shopfloors, also in den Fabriken? Was ändert sich eigentlich durch diese neue Transformation, die wir beschrieben haben? Was ist daran sozusagen absehbar? Johannes, ich würde euch bitten, darauf kurz zu antworten. Mal den Vortritt und bitte dann Jörn zu ergänzen. Das ist leider eine enttäuschende Antwort, die wir geben müssen, weil ich hatte es eingangs mal im Nebensatz gesagt, wir haben uns gewissermaßen mit der Digitalisierung am Produktauto beschäftigt. Was wir dezidiert nicht gemacht haben, zu den Gründen sage ich was gleich, ist uns anzuschauen, was Industrie 4.0, also was die Digitalisierung der Fabrik für die Arbeitsbedingungen bedeutet. Weder hier noch in anderen Ländern. Das hat was schlicht und ergreifend mit dem Arbeitsumfang zu tun gehabt. Das hat aber auch was damit zu tun gehabt, dass es natürlich, dass es sehr schwer ist, einen direkten Zugriff auf. Also vor allem interessant wird es ja an der Stelle, wenn wir darüber sprechen wollen, was bedeutet das für die Fabriken, beispielsweise für die neuen Fabriken der neuen Akteure, was bedeutet das für Tesla, was bedeutet das für Fabriken, die jetzt in China von den neuen Startups, von den neuen, nicht mehr allein staatlich kontrollierten Unternehmen entstehen. Ein bisschen was haben wir tatsächlich rausgekriegt. Also da komme ich zu China. Was man sagen kann, ist, dass, das ist leider sehr traurig, dass gewissermaßen in der alten Welt der chinesischen Automobilproduktion, die immer aus den Joint Venture Fabriken von den großen internationalen OEMs mit chinesischen, in der Regel staatlichen oder in Besitz von Provinzen befindlichen Automobilherstellern bestand. Die waren, so scheiße die Arbeitsbedingungen da auch waren, die waren halt alle in diesen gewerkschaftlich organisiert. Die chinesischen Gewerkschaften hatten dort eine Art von Mitsprache und einen gewissen Einfluss. Und klar kann man die IG Metall nicht mit den chinesischen Gewerkschaften und auch nicht mit den Automobilgewerkschaften oder mit der Automobilgewerkschaft vergleichen. Nichtsdestotrotz war das so. Und da ist gewissermaßen für eine gewisse Regulierung gesorgt gewesen, auf einem niedrigen Niveau. Was jetzt passiert, entschuldige, dass ich die Provinzen, das haben wir genauer aufgeschrieben, ich habe das nicht im Kopf. Was aber jetzt passiert, ist, dass tatsächlich die neuen Automobilfabriken, sei es die neuen Startups, aber auch wenn VW das neue E-Werk für den ID.3 ist, das Auto, was in China verkauft werden soll, leider aus Sicht von VW nicht so oft verkauft wird, aufbaut, dass auch diese
diese Fabriken in Regionen gebaut werden, wo die gewerkschaftliche Organisierung oder wo der Einfluss der Gewerkschaften relativ niedrig ist. Also zumindest für diesen Aspekt kann man sagen, ja, es ist absolute Scheiße, was da passiert. Die Arbeitsbedingungen werden definitiv nicht besser. Jörn kann vielleicht noch ein bisschen was zu den USA sagen. Nee, ich will gar nicht so viel ergänzen. Also wir sind natürlich, wir mussten schlicht eine Auswahl treffen und hatten an dem Punkt relativ wenig Zugriff auf auswertbare Daten und Quellen, spezifisch, auf jeden Fall spezifisch mit Blick auf die Automobilindustrie. Aber ein Punkt, den wir tatsächlich ja auch drin haben und der, glaube ich, ganz zentral ist, wenn man sich anguckt, wie verändern sich Arbeitsbedingungen dort? Es verändert sich natürlich insofern etwas, dass wenn sich Wertschöpfungsketten ändern und zum Beispiel die Entwicklung von Software ein viel stärkeres Gewicht bekommt, dann heißt das natürlich auch, dass die Entwickler und Entwicklerinnen von Software ein viel stärkeres Gewicht innerhalb dieser Industrie bekommen und ihre Produktionsmacht zumindest ins Spiel bringen können bei der Neuverhandlung von Arbeitsbedingungen in dieser sich transformierenden Industrie. Und das ist ein Punkt, den wir tatsächlich auch mit berücksichtigt und diskutiert haben. Das war ganz interessant, weil also dann kriegst du dann so Antworten in Interviews, wie das Leute sagen, also Gewerkschaftsarbeit und Betriebsratsarbeit, wir sehen schon, dass das wichtig ist, aber das ist ja ungefähr so das Gegenteil von dem, was Softwareentwickler gerne machen. Aber in dem Spannungsfeld bewegen sie sich dann, ne? Also sie schaffen es tatsächlich dann auch mal hier oder da auch einen Betriebsrat zu gründen in so einem Tochterunternehmen. Und das sind so Dinge, die wir da diskutiert haben, aber es ist keine systematische Untersuchung der Veränderung von Arbeitsbedingungen und schon gar nicht des Einflusses von Smart Factory und Fabrikorganisationssystemen. Das war einfach nicht zu leisten. Okay, ich komme dann zur nächsten Frage. Das ist auch nochmal eine Erinnerung. Ihr könnt Fragen oder Anmerkungen in die Frage- und Antwort-Chat unten bei Zoom reinschreiben. Die nächste Frage ist vor dem Hintergrund der Energiewende auch damit zu rechnen, dass der Treibhausgasrucksack der Elektroautos in der Produktion geringer wird? Ja, ganz einfach. Natürlich, je höher der Anteil an Strom aus erneuerbaren Energien wird, im Strommix, desto geringer wird natürlich werden natürlich die Treibhausgasemissionen nicht nur im Betrieb von Elektroautos, sondern auch in der Produktion. Aber es ist trotzdem noch ein weiter Weg. Und die Karte hinter mir, auf dieser Karte sind, hatte ich ja vorhin schon gesagt, also die grau-grün unterlegten Regionen sind die, wo es bis 2030 oder zwischen 2030 und 2040 Neuzulassungsverbote für Verbrennungsmotoren geben wird. Die roten Flächen, da passiert das so ungefähr 10 Jahre später, aber wenn man sich das mal anguckt, dann ist es alles im Wesentlichen der Ferne Osten und Südasien, China, Indien hauptsächlich und Europa, also Westeuropa, Nordeuropa und Nordamerika. Und ansonsten haben wir einen riesengroßen weißen Gürtel, der sich von Vladivostok bis nach Feuerland zieht. Und das heißt, also die halbe Welt macht eigentlich weiter wie bisher. Ja? Also nicht von der Motor, nicht von vom Anteil an Pkw oder so, ja? Aber es geht halt, es ist durchaus nicht so, dass hier alle auf dem Pfad in Richtung Elektroantrieb sind, sondern wir werden weiterhin einen hohen Anteil, also hatte ich ja vorhin in diesen Prognosen, IAE und so, ne, die davon ausgehen, wir werden auch in 20 Jahren immer noch mehr als die Hälfte Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren im weltweiten Fahrzeugbestand haben.
Insofern muss man das alles so ein bisschen in diesem Kontext einordnen. Aber ja, es ist natürlich richtig. Also die Emissionen bei der Produktion werden auch zurückgehen in dem Maße, wie mehr erneuerbare Energien für die Stromerzeugung genutzt werden. Aber das muss natürlich auch erstmal in einem relevanten Maßstab passieren. Okay, vielen Dank. Ich komme zur nächsten Frage, die noch ein bisschen, glaube ich, theoretischer angelegt ist. Sie sprechen, fragt der Fragesteller oder die Fragestellerin, Sie sprechen von doppelter Transformation. Welche Konflikte haben sich Ihnen in der Empirie offengelegt? Stichworte sozial-ökologischer Transformationskonflikt und ökologische Zahnkrise. Wer möchte euch darauf antworten? Also klar, der große Zielkonflikt gewissermaßen, in dem sich die Gewerkschaften beziehungsweise vor allem die IG Metall betrifft, ist ja klar, weil die Automobilindustrie beziehungsweise deren Beschäftigten, das ist die große Hochburg, da ist die Macht der Gewerkschaft. Und insofern gibt es sehr starke Tendenzen, sich mit allem, was man hat, gewissermaßen am Status quo festzuhalten, weil jede Beschäftigungsreduzierung oder auch jede große Wandlung der Beschäftigtenstruktur, wie wir es jetzt erleben, in Richtung Angestellten und noch weiter in Richtung IT-Beschäftigte, bedeutet natürlich am Ende des Tages einen Machtverlust für die IG Metall. Und das ist der große Zielkonflikt. Ich glaube, Brandt und Markus wissen, die haben es mal, wie haben sie es genannt, den automobilen Konsens, glaube ich, den es da eben gibt. Und das ist natürlich, das ist der große Zielkonflikt. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist, wenn man dann ein bisschen tiefer schaut, oder weiter schaut, und mir sind zwei Gespräche in Erinnerung geblieben, die wir mit Leuten von der von Industry All haben. Also gewissermaßen, ne, Leute, die nicht direkt drin sind, sondern so ein bisschen strategisch auch Zeit dafür haben, ein bisschen weiter zu schauen. Und die wiederum, ich will nicht sagen, dass sie den Zielkonflikt auflösen, aber die orientieren absolut auf Verderben und Verbrennen gewissermaßen dahin zu sagen, wir müssen diesen Wandel mitmachen und wir müssen sehen, dass wir in eine bestimmte Position kommen. Was wir nicht machen dürfen, ist konservierend bleiben, weil dann rauschen die Fälle an uns vorbei. Und das Problem ist, dass dort auch immer wieder gesagt wird, wir haben dann gefragt, naja, wie beurteilt ihr denn die Strategien der einzelnen Gewerkschaften in den unterschiedlichen Ländern? Und ich weiß nicht, ob man leider sagen soll, Fakt ist, was gesagt wird, dass tatsächlich dort die Antwort immer kam, dass die strategischen Diskussionen, wie man den Klimawandel, wie man die Transformation gestalten will in den Gewerkschaften, auch hinsichtlich der ökologischen Aspekte, Klimaaspekte, tatsächlich in der IG Metall am weitesten fortgeschritten sind. Wir sozusagen diskutieren hier immer, hey, ihr müsst weiter, da kommt gar nichts von eurer Seite, also aus der IG Metall. Wenn man da mal nach dem Panorama in den großen industrialisierten Ländern fragt, dann stellt sich das gewissermaßen noch schwieriger dar, weil das, was wir als wenig empfinden, im Vergleich mit anderen Ländern vielleicht in vergleichsweise viel ist. Aber Jörn, du kannst gerne nochmal ergänzen. Ja, vielleicht ganz kurz noch ein Gedanke. Also so richtig konservierend im Sinne von wir verteidigen den Verbrennungsmotor, das findet man eigentlich auch in, also die IG Metall sowieso nicht, aber auch im Kontext der IG Metall, auch bei konservativen Betriebsräten und so, findet man das heute eigentlich kaum noch. Ja? Das Thema ist durch. Ja? Problematisch ist natürlich trotz, also es gibt doch etwas anderes, was trotzdem problematisch ist, auch wenn man nicht am Diesel festhalten will. Ja? Nämlich die, wenn man sich zu eng an die Strategie, an die Elektromobilitätsstrategie der Automobilindustrie klammert oder sich davon nicht genug strategisch abnabelt, dann ist man natürlich zwar in einer Position, die den Wandel begrüßt, ja? Den Wandel und die Transformation und die Elektromobilität, aber das ist ja eine sehr zweischneidige Geschichte und auch keine Lösung,
für das Treibhaus- und Klimaproblem und auch nicht für die Probleme, die wir in den Städten haben, für das Verkehrsproblem. Wir brauchen eine umfassende Verkehrswende. Ich habe das vorhin in Eckpunkten dargestellt. Und da muss man sagen, sind bei Gewerkschaften in allen Regionen, wo wir mit Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern gesprochen haben, echt noch richtig dicke Bretter zu bohren. Selbst bei Gewerkschaften wie der IG Metall, die viel Einfluss haben, die gute strategische Konzepte entwickeln und die ja nicht nur Beschäftigte in der Automobilindustrie, sondern auch im Schienenfahrzeugbau organisieren. Also selbst dort ist die Fixierung auf die Leitindustrie Automobil immer noch sehr, sehr stark und verengt manchmal, sicherlich auch getrieben von den Abwehrkämpfen, die man momentan führen muss, wenn Unternehmen die Notwendigkeit von Transformation und so weiter nutzen, um das zu machen, was sie schon immer machen wollten, nämlich Produktionsstandorte in die Peripherie zu verlagern, in Best-Cost-Countries, wie sie es nennen. Also wir hätten früher Niedriglohnländer gesagt. Sowas bindet natürlich unheimlich viele Kräfte bei Gewerkschaften und hindert Leute auch, macht sie zu Getriebenen, hindert sie daran, eigene strategische Konzepte zu entwickeln und so weiter und so fort. Das heißt, das ist nicht einfach immer nur zu kurz gedacht, sondern es ist einfach auch ganz oft gebunden sein von den alltäglichen Auseinandersetzungen. Aber da an der Stelle würde ich sagen, da gibt es durchaus noch einiges zu tun an Strategieentwicklung, an Entwicklung politischen Konzeptionen und natürlich auch einer gesellschaftspolitischen Bewegung, die Druck entfalten kann für eine Mobilitätswende, die sowohl die Arbeitsplätze auf der einen Seite, gute Arbeitsbedingungen und lebenswerte Städte, gesunde Umwelt und Bekämpfung des Klimawandels, Begrenzung des Klimawandels in den Blick nimmt. Okay, ich gucke ein wenig auf die Zeit. Wir haben jetzt noch 8 bis 10 Minuten in der regulären Zeit des Seminars. Ich würde jetzt die Q&A dahingehend schließen, dass ich bitte keine weiteren Fragen mehr in den Chat zu bringen. Ich glaube, ich hatte Manuela vorhin übersehen in einer Antwort oder hatte sich das erledigt, Manuela? Ja, danke. Ich wollte noch eine kurze Bemerkung machen zu der Frage des Energiemixes. Also völlig d'accord, was Jörn und Johannes gesagt haben. Wir müssen halt ja nicht nur über Flächenkonkurrenz in unseren Städten sprechen, sondern die Erzeugung von erneuerbaren Energien frisst ja auch wahnsinnig viel Fläche. Also gerade Solar, aber eben auch Windkraftanlagen, die sind auch entsprechend ressourcenintensiv in der Herstellung. Und also ich glaube, wir müssen bei der Diskussion um die Mobilitätswende auch einfach hervorheben, wie wertvoll erneuerbare Energien sind und eben auch erneuerbarer Strom. Und da ist eben öffentlicher Nahverkehr und elektrifizierter Schienenverkehr natürlich das absolute Nonplusultra. Und in der EU haben wir im Energiemix derzeit 20% Erneuerbare insgesamt. Das ist wenig, das ist zu wenig. Und global, der Ausbau stockt de facto oder geht eben einfach viel zu langsam voran. Also deswegen glaube ich, ist nicht nur die Diskussion wichtig, wie groß ist der ökologische Rucksack von einem Elektroauto, sondern auch, was für eine Art von energieintensiver Fortbewegung ist das eigentlich. Wir haben Autos, die 2 Tonnen wiegen mittlerweile und die transportieren einen Menschen, der zwischen 80 und 90 Kilo wiegt. Und die Rückbank im Auto ist ja meistens leer, wenn wir ehrlich sind. Das wollte ich noch ergänzen, danke. Vielen Dank. Ich fasse jetzt mal 1-2 Fragen in einer zusammen. Es gibt eine, ich fand die Frage doch interessant ist, warum haben wir nur den Wirkungsgrad oder warum habt ihr nur den Wirkungsgrad als Maßstab genommen bei der Bewertung der Antriebsarten? Der Fragesteller oder die Fragestellerin weist aber darauf hin, dass zum Beispiel Methanol in Ländern hergestellt wird, wo ständig die Sonne scheint, aber kaum Landwirtschaft möglich ist. Das kann für diese Länder eine Entwicklungsperspektive darstellen. Eine damit verbundene Frage ist, ist aber nicht, ist Teil der Studie, ist auch untersucht werden,
wie lange eigentlich die benötigten Rohstoffe, zum Beispiel seltene Erde, verfügbar oder vorrätig sind. Und damit verbunden ist auch ein wenig die Frage, wie ist überhaupt die Haltbarkeit von Batterien? Und wir sagen, es werden ja auch für jedes neue weitere Rohstoffe verbraucht. Also ein bisschen zu die Frage Rohstoffpotenziale. Warum haben wir uns diesen Wirkungsgrad als Mechanismus genommen? Also führt so ein bisschen auf die Frage der E-Fuels als Alternative. Vielleicht antwortet ihr kurz darauf, wie ihr das einschätzt, warum ihr das begründet habt und ansonsten vielleicht auch, wo es sich, ob es sich in der Studie findet oder nicht, weil dann können die Leserinnen und Leser das selber auch nochmal nachlesen. Wer von euch möchte anfangen? Jörn, Johannes? Also wir haben an der Stelle den Wirkungsgrad uns angeguckt und nicht noch andere Kriterien, weil wir dazu relativ gut vergleichbare Daten gefunden haben. Was die Frage der Methanolherstellung in Ländern betrifft, für die das jetzt irgendwie so eine gute Alternative sein könnte, weil man sonst nichts machen kann, mich schlicht überfragt, halte ich für interessant. Kann ich aber nichts dazu sagen. Problematisch ist aus meiner laienhaften Sicht bei Methanol als Kraftstoff, dass es auch nicht so einfach ist, den klimaneutral zu produzieren, soweit ich weiß. Aber da bin ich vielleicht überfragt, auch kein Ingenieur. Hilf mir mal kurz auf die Sprünge. Du hast so viele Fragen zusammengepackt. Kannst du mir noch ein Stichwort geben, Jan? Habt ihr untersucht, wie lange die seltenen Erden eigentlich ausreichen? Also die Verfügbarkeit? Ja. Das ist schwer zu sagen, weil natürlich es gibt natürlich große Lagerstätten, die noch nicht erschlossen sind. Und es gibt vermutlich auch noch Lagerstätten, die noch gar nicht entdeckt sind. Das Problem bei den verschiedenen kritischen Rohstoffen sind ja nicht nur die seltenen Erden, die da eine Rolle spielen. Das größte Problem dabei ist, dass die weltweit total ungleich verteilt sind. Also wir haben das anhand so einer ähnlichen Karte, wie ihr sie hinter mir seht, aber also eine Weltkarte, auf der wir dargestellt haben, wo welche kritischen Rohstoffe tatsächlich verfügbar sind und zwar in welchem Anteil an der derzeitigen globalen Fördermenge. Und das ist zum Beispiel so, dass über 90% des momentan weltweit geförderten Kobalts aus der Demokratischen Republik Kongo kommen. Und also wir haben ja kritische Rohstoffe, die man für Elektroautos braucht, sind wesentlich mehr, also eine wesentlich größere Bandbreite als bei Rohstoffen für Autos mit Verbrennungsmotoren. Und der größte Teil von diesen kritischen Rohstoffen ist nur in ganz wenigen Regionen verfügbar. Das heißt, entweder man kommt dort, wenn man es gut hinkriegt, zu einem friedlichen einer friedlichen Art von Kooperation und Austausch und löst es auf dem Weg des friedlichen Handels oder es wird zu Konflikten kommen.